Hallo und willkommen zurück. Eine weitere Folge Get Wrecked. Mit dabei heute der Liquid Duck. Quack, quack, servus. Und die Nancy. Hallo, Frau Hallihallo. Wiebskirt. Hallo. Ja, wir hatten für diese Folge geplant, Multiplayer Deathmatch, ja. Alle gegen alle und jede gegen jeden. Mit Nancy und Ducky. Leider sind wir gerade dazu gezwungen worden, nur zu zweit zu spielen. Weil Nancy ist gerade irgendwie nicht dabei. Nancy, erklär uns doch mal, warum. Weil ich eine 6K-Leitung habe. Yeah. Nein, ich bin aus dem Urlaub wiedergekommen. Yay. Willkommen zurück übrigens. Da. Schön, dass du wieder da bist. Ja, genau. Und wollte eigentlich jetzt Arma 3 starten und da möchte unbedingt Arma 3 neu downloaden und deswegen muss ich jetzt mit einer 6K-Leitung 10 GB downloaden. Das kann man sich ausrechnen, wie lange das dauert. Ja, es ist echt übel so. Also da schon mal mein Mitleid. Mein Beileid. Mitleid. Ey. Mein Beileid. Mitleid. Ja, mein Mitleid verdienst du nicht. Du kriegst nur mein Beileid. Ducky und ich haben uns gedacht, ey, das wird doch mal wieder Zeit oder das wäre doch mal nicht so verkehrt, einfach mal ein bisschen was zu bauen hier. Euch mal ein bisschen zu zeigen, was hier an dem Spawn-Punkt überhaupt möglich ist. Ein bisschen durch das Menü zu führen und unsere Kahn, die wir jetzt beide haben. Weil er hat ja auch einen Hunter schon, was auch sehr geil ist. Den sieht man unter den ganzen Waffen gar nicht. Was für ein Monster hier gebaut hat. Oh, blau, ey. Sexy, sexy. Ja. Und ich hier mit meinem Ifrit. Wir wollten uns einfach mal ein bisschen mit dem Bauen hier in dieser Episode beschäftigen und euch auch wieder mal ein bisschen das Baumenü und alles näher bringen. Und bevor wir aufgenommen haben, ich hau auch gleich das Quatschen auf, hatten wir ein sehr interessantes Thema. Und zwar habe ich mit Nancy kurz vorher gesprochen, wie es denn mit ihrem Urlaub war und so. Und wie es mit ihr weitergeht auf ihrem Kanal. Und witzigerweise hat Liquid Duck auch vorgehabt, ein bisschen was zu ändern. Und da will ich euch jetzt gar nicht irgendwie weiter reinquatschen. Worum ging es denn da bei euch beiden? Bin halt von uns reingekommen in Teamspeak und Ralf ist nachgejoint und wollten eigentlich aufnehmen. Und da habe ich kurz angesprochen, dass ich vor meinem Urlaub so ein bisschen entschieden habe, meinen Kanal ein bisschen umzustrukturieren und halt ein bisschen mehr Arbeit in sozusagen Schnittarbeit in die Videos zu legen. Und stattdessen, wie es halt auf vielen Let's Play-Kanälen so ist, Folge für Folge von irgendeinem Spiel rauszuhauen. Zu sagen, man investiert halt mehr Arbeit in ein Video und macht das halt für die Leute interessanter oder in dem Fall wahrscheinlich eher lustiger, wegen den ganzen Fails. Und schneidet das halt zu einem Video zusammen, sodass die Leute auch Interesse daran haben. Weil ich habe das als Beispiel genannt, Far Cry 4, was ich auch spielen werde, macht es halt auf meinem Kanal wenig Sinn, so ein Spiel zu bringen und davon 100 Folgen zu machen, weil sich nicht so viele Leute angucken. Also es ist nicht, dass keiner sich das anguckt, aber im Verhältnis zum DayZ oder Arma, halt relativ wenig. Jedenfalls ein geringer Prozentanteil. Ja. Und Liquid kam dann rein und kam dann wirklich lauter Zufall. Ja, genau. Wir hatten das nämlich gerade Aufnahmetag jetzt von der Folge ist sozusagen ein Tag, nachdem wir das erste Deathmatch-Battle hier in Get Wrecked aufgenommen haben. Und das ist gerade davon gehabt, dass ich da irgendwie gerade das erste Mal so, ohne das Gespräch zwischen den beiden hier mitbekommen zu haben, so ein bisschen was an Sounds und ein bisschen lustige Sachen da reingeschnitten habe. Und da habe ich so erzählt, so ganz unverfangen, dass ich eigentlich auch mal so vorhab, mich da so ein bisschen reinzufinden, weil ich das, glaube ich, ganz cool fände oder glaube auch, dass das ein bisschen besser ankommen könnte und mir vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß bringen würde, wenn ich einfach die Videos ein bisschen kürzer mache, ein bisschen mehr so Highlights zusammenschneide und ja, da auch so ein bisschen rumschnippelt, was ja genau dasselbe ist, was dann sozusagen die anderen zwei hier schon gerade drüber im Unterhalten waren. Was auch wirklich cool ist. Also ich kann sagen, dass es bei mir, ich habe auf meinem Kanal bin ich mit Arma ja groß geworden, das ist bei mir noch auf jeden Fall ein Zuschauermagnet, wo ich echt sehr dankbar drum bin. Also alles, wo Arma davor steht, da kriege ich schon wirklich auch genug Zuschauer und jetzt sage ich mal einfach auf Deutsch Klicks zusammen. Ist aber natürlich schade, sobald ich irgendwas Neues anfange, also das kennt ihr mit Sicherheit auch, was einfach nicht so dem typischen Genre entspricht. Also ich spiele bei mir auch Wasteland 2, was ja ein Rollenspiel ist und Civilization ist ein ganz klassisches rundenbasierendes Strategiespiel, da ist ja halt nichts mehr mit Arma, ne? Und man merkt es auch ganz klar, die Zuschauer sind das nicht gewohnt bei mir auf dem Kanal. Nichtsdestotrotz will ich aber das spielen und zeigen, einfach nur, weil es ja ist mein Kanal so, ne? Und finde ich aber gut, dass ihr dann auch sagt, wir versuchen mal, das ein bisschen
was Neues ausprobieren. Ganz einfach, weil man kann sich auch irgendwo satt sehen manchmal und ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Was ich auch jetzt gleich mal fragen wollte an die Zuschauer, die jetzt diese Videos gucken, schreibt doch uns mal in die Kommentare, was sind denn von euch so diese typischen Videos, wo ihr sagt, das habe ich mir schon zwei, dreimal angeschaut, weil es so gut war. Oder diesen Let's Player oder diesen Kanal mag ich so gerne, weil dieses Konzept ist so einzigartig. Da geht es nicht darum, jetzt was zu kopieren, ganz im Gegenteil, es geht nur darum, euch besser zu verstehen. Weil ich meine, wir machen ja unsere Videos und versuchen irgendwie das Ganze lustig zu gestalten und auch euch möglichst gut zu unterhalten. Aber es geht halt nicht immer. Und was gibt es da Besseres, als einfach zu fragen, was wollt ihr denn? Fände ich ganz cool. Genau, richtig. Ich Ja, stelle mir schön. da auch selbst immer ganz gerne mal die Frage, was ist für mich ein Grund? Also ich meine, es gibt ja die Auswahl auf YouTube ist ja einfach gigantisch. Ja. Was ist für mich ein Grund, wenn ich beispielsweise einfach mal so ganz irgendwie nach irgendwas Speziellem suche und nicht einfach durch die Leute mich durchklicke, durch die Videos, die ich schon abonniert habe, sondern nach irgendwas anderem suche, einfach nach einem neuen Spiel oder was auch immer. Was ist für mich ein Grund, dass ich denjenigen dann noch abonniere? Was machen denn seine Videos aus, dass ich dann wirklich sage, ey, eigentlich finde ich den cool, habe irgendwie Lust, mal öfters Videos von dem zu gucken. Danke, Und Ducky. Danke fürs ja, Kompliment. genau, und das ist halt so. Und ja, dich habe ich schon lange abonniert, also von daher. Yay! Also die Mission hat sich schon gelohnt hier, die Aufnahme. Wir können jetzt wieder aufhören, ne? Danke. Bis zum nächsten Mal. Nee, aber ich finde, als ich sag's immer so als kleiner YouTuber, was wir im Endeffekt so sind, finde ich immer wichtig, dass man wirklich auch sich drüber informiert, was man machen kann und einfach mal auch ein bisschen rumprobiert, was für einen besser funktioniert, was so weniger funktioniert. Und da ja, ist halt einfach schwierig, wenn man so nicht so viel Feedback einfach kriegt, weil halt nicht so viele Leute schauen. Deswegen sind so Videos, wenn man beispielsweise mit mehreren Leuten macht, was ihr hier jetzt echt anbietet, gar nicht so verkehrt, wo man einfach mal direkt hier von anderen fragen kann, hier, was bei euch eigentlich so der Auslöser? Was würdet ihr denn gerne mal sehen und Was ich unbedingt empfehlen kann, Leute, die jetzt auf meinem Kanal gucken, ich habe da, wie gesagt, da werden bestimmt ein paar mehr zu gucken. Guckt doch mal bei Nancy und bei ihm vorbei, bei The Liquid Duck und schaut euch auf dem Kanal ein bisschen um und dann lasst euch mal euer Feedback da. So, die freuen sich bestimmt drüber. ja, ich Das glaube wäre doch eine schon. feine Sache, Ja. Das Und übrigens ja. habe ich vorher hab einen Vlog gemacht, bevor ich weg bin und habe dann selber meine Zuschauer gefragt. Und gerade jetzt mal wirklich nur abseits von DayZ oder von irgendwelchen Armor-Mods wurde mir das halt auch von meinen eigenen Zuschauern empfohlen oder die würden das halt gerne sehen, weil ich halt auch schon viele Best-ofs vorher gebracht habe, das halt so zu machen. Und deswegen habe ich dann für mich entschieden, das auch so umzusetzen. Also jetzt nicht nur, weil man Klicks bekommen möchte, sondern weil Videoschnitt sowieso was ich gerne mache und Grafik und so. Und Was du auch gut ja, kannst, verdammte Axt, ja, muss man echt sagen, es ey. bietet sich halt an. Warum soll man Talent verschwenden, ne? Ja, Ja, vollkommen es ist richtig. so. Also wenn ich bei Nancy bin ich immer total neidisch auf ihre Thumbnails, auf ihre Logos. Man kann es so richtig gut. Gefällt mir, die Farbauswahl ist immer sehr genial, die Schriftarten sind schön. Diesen Comic-Stil mag ich einfach, diese dicken weißen Ränder, stehe ich irgendwie drauf. Aber ich meine, jeder, der auf YouTube unterwegs ist, kennt diese Art von Grafik, aber ich finde es einfach schön und das machst du auch richtig schön. Also. Oh, Ich kann das Twisted-Logo danke. zum Beispiel fand ich super geil, muss ich echt sagen. Das hat mir richtig gut gefallen, ja. Ja, stimmt. Ja gut, das Twisted-Logo, das lässt sich halt nie wieder so wirklich wieder anwenden, dann so ein Stil, ne? Das hat man Ja. halt einmal benutzt und fürs nächste Projekt muss es halt wieder was ganz Muss Neues irgendwas sein, anderes ne? sein, ne? Aber fand ich gut, ja, also da. Ich habe auch vor kurzem überlegt, es gibt ja zurzeit in der Armor-Community zumindest die Leute, die es mitverfolgen und ich bin ein sehr großer, wie soll ich sagen, Mitverfolger, Leser und ich bin im Bohemia-Forum aktiv, in jedem Untergrundforum, was man kennt, was irgendwie, also Untergrund im Sinne von kleine Underground, Mods. ja. Ja, nicht jetzt wirklich Underground, dass irgendwie was Illegales wäre, sondern einfach nur die sonst da, wo keiner hinguckt und was nicht wirklich interessant ist, weil es nicht Mainstream ist. Und da gibt es ja total viel Stress gerade mit Tonic, mit dem Typen, der altes Live gemacht hat. Und den Arma 3 Live-Mod, den es da gibt. Dann die deutschen Leute, die die Serverdateien kopieren und eigene Server Ja, hochziehen. geht, Mit das war GTA, ne? kopierten Dateien, der gestohlenen Dateien von Tonic. Also, es könnte nicht schlimmer sein, ja. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, wie wäre es denn, wenn der Ralf einfach mal so in den News macht und dazu auch seine eigene Meinung vertritt? Das ist eine Sache, dieses Konzept habe ich mir vorgestellt für meinen Kanal, weil ich einfach wirklich dafür sehr viel Wissen habe. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass meine Meinung immer die richtige ist. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, ich teile die mal mit euch. Jetzt meine Frage an euch: Habt ihr Bock? Soll ich euch mal so informieren? Das wird bei mir auf meinem Kanal definitiv kein wöchentliches Format, weil ich einfach nicht die Zeit dazu haben werde. Aber einfach mal so ein bisschen aus meiner Sicht das Ganze zu sehen oder so, ob ihr Interesse dran habt, würde mich freuen. Schreibt es mal in die Kommentare. Und ich würde das dann so ein bisschen vlogmäßig aufziehen, auch mit Vertonung und natürlich Videoschnitt. Also, es hat überhaupt nichts mit den Videos hier zu tun, wie ihr sie jetzt gerade seht bei mir. Würde ich mich mal interessieren, ja. So.
Danke, Na, genug kann man gequatscht. perfekt, kann man doch trotzdem perfekt nutzen, um die Leute zu fragen. Das ist doch richtig Ja, so. genau. Ich würde jetzt gerade noch mal kurz, bevor wir weiterreden, weil auf deinem Kanal sieht man ja schon dieses Erklärvideo zu hier Get Wrecked. Ich will mal Ja. ganz grob, wenn es gerade okay wäre, erklären, wie das hier eigentlich funktioniert, weil man das schön sieht. Aber wenn man mal kurz alle Funktionen erklärt, ist glaube ich gar nicht so verkehrt. Ja, schieß los, kein Problem. Aber wir haben jetzt hier neu angefangen man startet mit, ich glaube, $500 Geld, sieht man unten rechts. Und dann geht man einfach hier an so ein Terminal, man sieht ja hier diese Parkflächen sozusagen. Benutzt einfach mal das Mausrad, dann hast du hier Create, Save, Deploy, Load und Clear. Mit Clear würde ich das Auto jetzt entfernen, was ich nicht machen will, weil ich es noch nicht mal gespeichert habe. Create kann man in ein neues erstellen und ich speichere das gerade mal ganz kurz ab, falls ich jetzt irgendwie mir zerhau. Nur ganz kurz, David, unterbrechen. Wir haben das letzte Mal bei der Aufnahme mit Dalu zum Beispiel und Tactical Viper ultra viele Bugs gehabt. Heute ist alles total super bei mir. Ich weiß nicht, woran das Ja, letzte Mal bei lag. mir auch. Wir glauben immer noch, weil das haben wir am Anfang, ich habe es irgendwie vergessen während der Aufnahme. Tactical Viper hatte den Epoch-Mod noch laufen, den hat er nicht rausgekriegt und ich glaube, der hat einfach irgendwie kollidiert. Irgendwas hat den ganzen Irgendwas Mod hier hat ein dann bisschen. blockiert, genau, weil er Ja. konnte dann auch keine Fahrzeuge speichern und laden und das war irgendwie ganz komisch. Ja, Auf also jeden Fall kann unser man hier auf. erster Tipp, macht eure Mods aus, falls ihr das hier Genau, spielt. ja. Man hat Das war schon mal. standardmäßige Quadbike, Hatchback Sport und den Civilian Truck, die man benutzen kann. Man kriegt hier rechts auch immer schön angezeigt, wie viel Waffen das ganze Teil, wie viel Waffen man anbringen kann, wie viele Module. Dann noch ja generell Munition. Und wie viel, wie geschützt und sowas. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Waffen und Module sind hier so wichtiger. Waffen habe ich hier noch keine dran. Module, eine Menge. Module sind hier Sachen wie Emergency Repair Device. Hier habe ich noch einen Oil Slick, Nitro Boost und Smoke Generator. Das sind alles Sachen, wenn man hier mal ins Fahrzeug geht, mit dem Mausrad dreht, bis hier so ein komisches Einstellungsmenü kommt. Dann sehen wir hier neben Tactical haben wir die ganzen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, drin. So Und die komisch können ist wir das Menü einfach. gar nicht. Nee, das ist eigentlich total übersichtlich. Das ist echt gut gemacht. Ich habe gerade gesagt, so komisch ist das Ja, Menü. Ich finde stimmt das jetzt schon. eigentlich gar nicht komisch, ey. Nee, eigentlich ist das echt nicht komisch. Und da kann man einfach Doppelklick drauf machen. Smoke Generator beispielsweise mache ich mal auf Q. Nitro Boost habe ich immer auf C. Emergency Repair machen wir auf E und Oil Slick auf F. Wie sieht denn Und wenn ich das. Emergency Repair aus? Sag mal, was ist das für ein Das Objekt? ist das, was ich hier oben so quer draufgestellt Ah, habe, ich bin dieser. weit weg von dir. Wie sieht es denn Achso. aus, das Ding? Das ist so ein Ach Gott, beiger dieser Kasten, wie Kasten. so ein Ach so, ach du Elektrokasten Scheiße. da. Ja, okay. Gut, habe ich verstanden. Bitte fahren Sie fort, entschuldigen Sie. Ja, genau. Und wenn man da einfach die Tasten gelegt hat, dann das Fahrzeug abspeichert und dann beispielsweise das in irgendeiner Jabba, jabba, Arena jabba, 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 deployt. jabba, jabba. Oh. Ja, ich hab's kurz gespeichert. Ich mach mal kurz Deploy, einfach um es zu zeigen, bevor ich Ja, klar, weiterbaue. mach das, ja. Tschüss. Gehen wir mal auf Airfield. Genau, hier gibt es 5 Arenen, die kann man hier mit den Pfeiltasten oder einfach hier neben auswählen. Tollfit haben wir gekämpft, deswegen gehe ich jetzt mal Airfield, da waren wir noch nicht. Klickt mal drauf und dann wird man da runtergeschmissen. Ja, ist richtig, ja. Fällt so recht unsanft auf den Boden. Jo. Zum Glück sind da Fallschirme. Was passieren kann, ist ab und zu mal können die Fallschirme nicht greifen, wenn man da irgendwie was zugebaut hat oder wie auch immer. Und jetzt kann ich beispielsweise mit C hier einmal Nitro geben und dann geht auch der Hammett ganz schön ab. Da sind wir ruckzuck auf 200 km/h her und ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr über mein Fahrzeug. Scheiße. Genauso hier mit Q, das war der Smoke. Was hatte ich noch? F war Oil Slick, glaube ich. Ja, da legen wir hier so eine Ölspur. Wenn der jemand durchfährt, fängt der an zu brennen. Das ist gar nicht so gesund. Und das sind halt auf jeden Fall hier die Gadgets, die man anbringen kann. Und dann hat man halt noch die Möglichkeit, einfach Waffen anzubringen, mit denen man schießt. Aber da komme ich dann erst gleich zu, wenn ich eine Waffe anbringe. Oder einen Gegner hast. Respawn, um wieder zurückzukommen. Genau. Ja, wenn ich einen Gegner habe, dann müsstest du dich ja opfern. Ich muss noch meine Holzverkleidung machen. Ich bin ja voller Schreiner, ich sag's dir. Ich mache jetzt mal meine Genau. Holzverkleidung fertig vom Auto. Sieht man hier beispielsweise nochmal bei dem Hunter, der jetzt gerade gespawnt ist, weil ich den noch als Spawn-Fahrzeug ausgewählt habe. Ich habe noch Vollfett Kohle so. Also bei mir hat er noch die vom letzten Spiel mit übernommen, obwohl ich hier bei der Map Neustart gemacht habe Ich gerade. habe auch. Ja, das speichert irgendwie immer offline. Wer war da der Abräumer im letzten Spiel? Oh, Krabs war gut. Mit was hat denn Krabs immer geschossen? Nee, du hast es. Du hast es, Ducky. Du hattest die GMG, oder? Ein Granatwerfer Ja, hattest du. wie der Hunter jetzt hier auch die 3 GMT drauf. Was halt wichtig ist, man sieht es, wenn man hier einsteigt.
Man kriegt angezeigt, wo man hinzielen kann. Also ich sehe jetzt durch GMG, dass ich hier zielen kann und schießen könnte. Hier, wenn es dieses Fadenkreuz ist, weil sich hier beide überschneiden. Und wenn so ein rotes X kommt, heißt, so weit kann ich meine Waffe nicht neigen. Das heißt, deswegen habe ich hier einfach beim Hunter habe ich die Möglichkeit, drei Waffen anzubringen. Habe dann eine, die komplett nach vorne ausgerichtet ist. Dann habe ich die zweimal nach links gedreht. Noch eine zweimal nach rechts gedreht, dass ich einfach einen relativ großen Radius, also fast 180 Grad abdecken kann mit Schießen. Jetzt muss man mal, wenn ich dir mal kurz reinquatschen darf, sagen, dass das schon ziemlich pervers ist, was er da gemacht hat. Ja, das ist auf jeden Fall der Alles-Zerficker, den er da gebaut hat. Ja, Das war schon ziemlich gut, ne? er ist wirklich gut gebaut. Also, das hat mich schon ziemlich gelangweilt, weil ich habe am Anfang den Leuten immer so geholfen, so ein bisschen den Mod zu erklären und näher zu bringen. Und dann komme ich da mit meinem Pille-Palle-Quad auf die Arena und der hat da so ein Monstergerät stehen. Und dann hat Krebs auch noch gesagt: Da, ja, Ralf, du hast ja schon so viel Geld und du kannst dir schon so viel leisten. Und er kommt dann mit seiner Karre an und ballert alles weg. Das war ein bisschen mies. Beim Also. Graph ist das einmal so missverstanden, ne? Ja, Als, genau. da, hattest, da, da hatte, hattest du mich gelobt, weil ich irgendwie wieder jemanden abgeballert habe und dann hatten wir gefightet. Und da hat er noch gesagt, ja, der hat ja auch ewig lang in seinem Livestream. Aber das warst ja du, der im Livestream schon mal irgendwie mit Vater gebaut Ja, hat oder genau. so. War auf jeden Fall witzig, ja. Also das Spiel hat auch sehr viel Suchtpotenzial, weil du willst dich ja nicht immer rächen, wenn du abgeschossen wirst. Ja, das ist echt Und so. die Das ist echt so. Gadgets, die du hast, sind auch sehr übertrieben. Also du fliegst auch unrealistisch durch die Gegend und es gibt krasse Explosionen. Du hebst auch richtig ab. Du kannst auch richtig fliegen mit den Fahrzeugen. Also, wie heißt denn dieses Modul? Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Vertical Diese, Thruster. genau, diese Tonne müsste das sein, ne? Genau, das ist wie so eine Tonne. Die Thruster kenne ich so eigentlich aus Garry's Mod. Das hat man früher immer, keine Ahnung. Was hat man da früher immer? Ja, in Garry's Mod habe ich früher immer so viel gebaut und hast immer die Thruster genommen und hast da irgendwelche Fahrzeuge dann fliegen lassen oder so. Okay. Interessant, was du so früher alles in Garry's Mod gemacht Ja, hast. sowas habe ich früher gemacht. Ja, auf jeden Ja. Fall, hier stehen halt überall noch andere Sachen, unabhängig von Waffen, die hier rumstehen. Stehen halt auch noch Zäune und was auch immer alles rum. Das kann man alles einfach nehmen, hier mit dem Mausrad. Dieses Move-Tool kann man einfach aufheben, zum Fahrzeug bringen. Dann haben wir hier noch vier Auswahlmöglichkeiten, beziehungsweise jetzt kommt noch die fünfte am Fahrzeug. Das oberste mit dem Plus ist einfach ans Fahrzeug anbringen. Dann hier ist das Snap-Tool. Das heißt, da gucken wir das Fahrzeug an und das richtet sich direkt korrekt aus. Problem ist, wenn wir das Snap-Tool anhaben, können wir das Objekt nicht manuell drehen. Dann müssen wir das Snap-Tool wieder ausmachen. Und dann können wir es einfach hier mit dem Pfeiltasten sozusagen drehen. Wie gesagt, mit dem Plus ans Fahrzeug anbringen. Oder wenn wir es nochmal abstellen wollen, weil wir es doch nicht brauchen, müssen wir einfach diesen Pfeil nach unten und dann stellen wir es hier irgendwo wieder ab. Und ja, bis auf hier Farbe, die man noch anbringen kann, auch einfach hier scrollen, Apply Paint, zum Fahrzeug laufen und Vehicle Painting. Das war's, denke ich schon. Weil so komplex ist die Steuerung nicht. Hier neben gibt es nur noch Shops, an denen man einfach sich Sachen, die hier vielleicht nicht rumstehen oder sich schon andere Leute geklaut haben, manuell nochmal kaufen kann. Und that's it. Jetzt können wir ganz normal weiter. Ja, es ist wirklich auch recht simpel. Ich weiß auch selber nicht, was ich baue. Ich glaube, ich versuche gerade irgendwas zusammenzubauen, was ich in Epoch gerne bauen könnte, aber es noch nicht geht. Und man muss auch wirklich sagen, dass dieses Baumenü hier unglaublich intuitiv und einfach ist. Also ganz ehrlich, dieses Baumenü in Epoch würde einfach den Mod so krass revolutionieren, ey. Das ist so Das ist halt simpel. echt, Und auch die das ist einfach so, Snap-Funktion ist halt super, oder? ja, vor allem auch so komplett übersichtlich. Ich habe das erste Mal gestartet und du weißt einfach so, du guckst dir die Tools an, da steht überall dabei direkt, was es ist und das ist so total einfach. Nein, Epoch ist alles recht kompliziert. Sehr kompliziert. So, du, ich habe selber noch keine Ahnung, genau warum ich so ein Holzmauerfahrzeug gebaut habe, aber irgendwie finde ich es geil. Es soll auf jeden Fall hässlich und abstrakt sein und ich glaube, zwei dieser Ziele habe ich schon mal erreicht. Es ist auf jeden Fall hässlich und abstrakt. So, GMG. Jetzt noch schnell was zum Schießen drauf. Ansonsten gibt es Noch. jetzt von dem Mod hier, sorry, noch ganz kurz. Nee, kein Problem. Nee, darf ich nicht? Okay, dann darfst du wieder Doch, reden. doch, nee, ich wollte Nee, nur sagen, nee, mach war nicht so wichtig, was ich du. sagen wollte. Ich weiß, ich wollte doch nur ein bisschen trollen. Es gibt übrigens schon Server, die live sind. Also ihr müsst einfach nur eingeben, get wrecked, so wie es überall oben links bei uns im Bild steht oder im Videotitel, mit dem Leerzeichen dazwischen. Und dann findet ihr auch schon Server. Draufklicken und spawnen. Also das war's. Also das ist super easy. Und ja, deswegen probiert es einfach aus. Habt Spaß damit. Und ja, das ist eigentlich schon alles, was ich sagen wollte. Wow, shit! Haben Sie das gesehen? Ich sehe es nur gerade auf dem Kopf. Ups.
Ich habe nur einen Gegner gemacht. Wenn euch sowas passiert, ja, dann geht ihr aufs Fahrzeug zu und ich weiß nicht, das kannst du ja auch kurz bei deinem Mausrad erklären. Gibt es diesen Pfeil hier im Menü? Genau. Den drückt ihr dann und dann könnt ihr das Fahrzeug hoch und runter fahren, ja. Und ihr müsst es dann einfach wieder auf den Boden setzen der Tatsachen und dann fahrt ihr damit los und dann ist alles wieder gut. Also Genau, wenn man diese. das zu weit in die Luft absetzt, bleibt es halt in der Luft schweben, muss halt dann knapp über den Boden wieder loslassen sozusagen und dann Genau. plumps. Ah, ich sehe gerade bei dir im Video das Baumenü, das ist ja extrem geil gemacht. Muss man echt sagen. Es ist wirklich simpel, simpel, simpel. Das ist sehr angenehm, weil Arma hat wirklich. Ist Ist schon komplex kompliziert. genug. Ja, ist wirklich kompliziert. Ja. Ja. Guck mal, dadurch, dass mein Fahrzeug jetzt in den Himmel geflogen ist, schau mal her. Wo bist du denn, Ducky? Ja, ist das sieht irgendwie witzig aus. Siehst du die Kanone, in welchem Winkel die sich gerade dreht? Ja, irgendwie cool. Die könnte man jetzt an die Seite mounten. Genau, das ist das Einzige, was noch fehlt, dass man Sachen auch nicht vertikal drehen kann. Genau, die werde ich jetzt an die Seite von meinem Fahrzeug so dran basteln. Mal gucken, ob das funktioniert. Sollte eigentlich, ne? Sobald du Ja. ein Snap-Tool anhast, müsste das Ja. eigentlich Wir funktionieren. haben die Physik jetzt erstmal gut getrollt hier, würde ich sagen. Nein, shit, jetzt habe ich genau Nein! mal gesnappt. Ich hab's. Ah, shit, ey, ich hab's lieber ausgelassen. Wie soll ich denn Verdammt. diesen Bug wieder reproduzieren, sag mal? Vor allem, ich Scheiße. merke schon, das wird echt problematisch, ne? Ich komme mit meinen Bindings gar nicht hinterher. Ich meine, ich habe in dem Helmet habe ich einfach Platz für 6 Module. Ja. Ich weiß gar nicht, was für ein Modul ich noch anbringen Der soll. Helmet ist auf jeden Fall riesig, ja. Musst aufpassen, dass du nicht von lauter Modulen nicht klarkommst hier. So, Sollen Achtung, sie pass die auf, Tasten ob mein durcheinander Fahrzeug könnte geben? gleich wieder abheben. Bitte kurz um Konzentration. Ich gucke. Nein, hält, alles gut, alles gut. Langweilig. Ja, tut mir Langweilig. leid, Mann. Ey, vorhin war es aber ganz in Ordnung. Wobei. Hast du die Bag of Explosives mal ausprobiert? Nein, ich habe nur die Minen, habe ich bis jetzt ausprobiert. Ja, genau, die habe ich auch mal ausprobiert. Die Die suche ich sind, gerade. ich mag die Minen, nur ich habe das Problem gehabt, dass immer die Reifen zerschossen wurden oder die durch Stacheldraht kaputt gemacht wurden. Ich halt dann erstmal all das habe, weil ich meine Minen automatisch immer gelegt habe, was lauter Panik und selbst explodiert bin. Und jetzt, Mann, jetzt ist die Waffe wieder so nicht transparent. Ja, ach, komm, hör auf hier, du Scheißdinger, ey. Guck mal, was Ah, abgeht, hier habe ich ey. Proximity Mines gefunden. Ralf am Ragen. Ja, guck mal hier, mein Auto, was ist da los mit dir, ey? Hör mal auf mit der Scheiße da, ey. Ich sehe es So, da hinten oh. herumfliegen. Was zur Hölle, Gute Frage. Mann, Von du Auto, ey. kannst auch Objekte dupen, ne? Wenn du dir was im Shop gekauft hast, beispielsweise. Wenn du es an deinem Auto anbringst, das speicherst du, dann das Auto, nimmst dann das Teil, baust es ab, stellst es außerhalb von diesem komischen Gebiet hier Ja. irgendwo hin und dann kannst du Clear machen, dein Auto neu laden und dann hast du das Teil aber neben trotzdem noch stehen. Okay, wobei ich sagen muss, das mit der Kohle war hier bis jetzt nicht das Problem. Nee, überhaupt nicht. Das ist mir nur aus Versehen passiert, als irgendwie die Hälfte meiner Items, als mein Auto auch mal so rumgeflogen ist, Ja, noch neben standen. Fahrzeuge kaufen, glaube ich, das ist so, das ist das, wo man am meisten Geld für sammeln oder sparen muss. Ich habe Gegenstände. schon alle gekauft. Echt, du hast. Oh, leck. Oh. Wie viel hast du schon gespielt, sag mal? Eigentlich gar nicht. Das ist ganz witzig. Ich habe gestern Abend gespielt, war dann Essen, habe noch Videos gerendert und habe voll verrafft, dass ich noch auf meinem Offline-Server war, weil ich halt, wie gesagt, meinen Hunter bauen wollte. Ja. Und war einfach die ganze Nacht in der Arena gestanden. Und du Ich kriegst halt dauerhaft ja Geld, wenn du da rumstehst, ne? weiß, ja. Also den. Das war halt voll nicht geplant, Jetzt wisst ihr aber auch, wie naja. man Kohle kommt, ohne dass man spielt. Ja, ich habe hier immer noch, ich habe alles gekauft und habe immer noch 126.000. Was ihr Also. natürlich nicht nachmachen solltet, ne? Ach ja, gut. Nee, Geld kriegt man eigentlich so recht schnell. Ich bin in der Folge jetzt, die wir gestern aufgenommen haben, hatte ich irgendwie anfangs 12.000 und habe nach der Folge fast 20.000 gehabt. Also das ging echt gut. Und auf die Arena zurückzukommen, ist das dann 1 gegen 1 oder ist das dann Nö, wie nö, du viel? kriegst angezeigt, wie viele Leute schon in der Arena sind und du kannst da einfach nachjoinen. Ich glaube, 8 Leute ist maximal oder sowas, oder? Aktuell ist 8er wegen Serverload, weil die halt noch ein bisschen Genau, ja. den nicht Wie läuft es die. ab, bis das Fahrzeug zerstört ist, bis einer tot ist, oder? Genau, wenn das zerstört ist, dann kannst du einfach wieder Respawn klicken, stehst dann wieder hier, kannst dann entweder dein Fahrzeug noch ein bisschen weiter bearbeiten, weil du gemerkt hast, irgendwas funktioniert nicht so, wie du willst, oder keine Okay. Ahnung, willst ein bisschen mehr schützen oder wie auch immer, oder du bläust es halt wieder und steigst direkt wieder in die Arena ein. Du hast aber auch die Möglichkeit, ey, das ist wirklich, die Waffe hier anzubringen an dem Fahrzeug funktioniert überhaupt nicht bei mir. Du hast auch die Möglichkeit, in der Arena dich zu heilen, dich zu tanken und auch, ich steck fest auf dem Dich zu Reifenstapel, tanken. ernsthaft? Ich Ramm mich mal kann. bitte, Kumpel. Ja, du kannst Ich kann. tanken, Munition nachladen und dich heilen in der Arena. Ah, okay. Also du musst nicht irgendwie sterben. Und das alles natürlich für Geld.
Nee, das kostet also nichts, in der Arena nicht. Ah, okay. Danke. Kein Problem. Ich habe jetzt erstmal nur die Devices angebracht. Die Proximity Mines muss noch binden, dann geht's an die Waffen und dann fange ich eigentlich mit dem wichtigen Teil an. Schutz. Ich krieg die Waffe hier nicht hin, ey. Theoretisch muss man sich auch nicht so viel Mühe geben, wie man die Sachen anbringt, aber ich finde, das macht irgendwie mehr her, wenn das auch alles so aussieht, dass es einfach am Fahrzeug angebracht wäre. Naja, genau, den passt doch die Waffe. Passt doch die Waffe hier unten. Das hatte ich aber genau dasselbe Problem hatte ich vorhin beim TMT. Ich konnte es auch einfach überhaupt nicht anbringen. Bei mir ist auch ein GMG, geht auch nicht klar. Also ich suche jetzt mal MGs. Oh, HMG, wunderbar. Ja, jetzt wieder um aufs okay, jetzt irgendwie gerade noch Min. Min, ist N irgendein Key? Nee, ne? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, ist nur WAD ist gebindet, also fix. V noch aussteigen, X Handbremse, glaube ich, und müsste es gewesen sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, um aufs Thema vorhin zurückzukommen, ich habe es ja auf meinem Kanal auch schon öfter gesagt, ich bin auf verzweifelter Suche nach passenden Leuten, mit denen man Multiplayer-Sachen spielen kann. Und hier sind erst ein paar Leute, mit denen das einfach auch funktioniert und mit denen es auch bisher bei jedem Projekt echt Spaß gemacht hat. Und ja, mal gucken, ne? Wir hoffen es doch. Ja, doch, schlimm, wenn es nicht so wäre. Ne? Also ich werde, ich bin gerade noch eine, auch bei mir noch eine Sache. Ich habe mich beworben bei einem Clan, die Arma 3 spielen, so wie Arma 3 eigentlich geplant war, ja, also als Kriegssimulator. Und nicht als Live-Mod oder so. Und da werde ich in Zukunft bestimmt des Öfteren mal versuchen, mich ja mit einzubringen in diese Game-Sessions. Also dann hier schön mit Walkie-Talkie natürlich und Funkdisziplin. Und ich werde dann Rekrut sein bei denen im Clan. Und auf sowas habe ich auch Bock in Zukunft. Wie sieht's denn bei euch aus? Wollt ihr sowas bei mir sehen? Oder vielleicht hast du auch Bock, Ducky da mitzukommen und dass wir irgendwie zu zweit da bei denen mal eine Rekrutenausbildung mitmachen und das Ganze mal zeigen auf YouTube. Oder du auch, Nancy, ich weiß nicht. Auf jeden Fall werde ich das machen, weil ich auch ganz viel, ganz großes Interesse daran habe, einfach Arma zu spielen, so wie es eigentlich geplant war, ja. Ich bin ja auch über altes Live da so Quereinsteiger reingekommen, aber nichtsdestotrotz finde ich das eine unglaublich geile Sache. Da erinnerst du mich an jemanden, ich weiß nicht, ob du den kennst. Jeremiah Rose, heißt er, glaube ich. Natürlich kenne ich den, ich kenne so ziemlich, glaube ich, ja, ich kenne viele, ja. Also seine Videos habe ich schon öfters geguckt, gerade das, was du jetzt gerade erzählt hast, weil die nehmen das ja relativ ernst, also die sind ja auch so eine Art Clan und machen das dann auch. Da gibt es ja auch so viele Missions, die halt auf solchen Sachen passieren und ich finde das ehrlich gesagt richtig interessant. Also dafür ist ja Arma 3 gedacht oder Arma 2 war es schon so. Ja. Finde ich auch echt cool. Also ich werde das definitiv machen. Wollen wir mal kurz in der Arena oder sowas, um zu gucken, ob alles gut geht? Ich habe nur keine Ahnung, was ich überhaupt alles... Mein Hammett hat gerade einen Salto versucht. Ja, er hat es nicht hingekriegt. Oh, ich sehe dich da drüben, ja. Alles klar. Komm, flip the shit. Ab. So, aber die ganze Zeit, die Physik ist super. Muss man echt lassen, ey. Okay. Voll die Laterne umgemacht. Ja. Wo ist denn, ja, wo ist denn dieser, das ist dieses Ölfass, das muss ich noch kurz hier, Vertical Thrust, den muss ich noch auf jeden Fall dran packen, das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Den habe ich extra da hinten diesen Platz dafür gelassen, fällt mir gerade auf. So, Vertical Thrust muss ich auf jeden Fall ausprobieren, was das ist. So, wenn du im Auto sitzt, kannst du ganz unten auf dem Mausrad auf Einstellung gehen, dann kommen wir in dieses Menü, dann kann man hier die Keybinds machen. Aussteigen, rausgehen, neu speichern und schon sind die Keybinds auch immer gespeichert. Richtig? Richtig. Okay, genau, also wenn man die Keybinds nach, also nachdem man die Keybinds gemacht hat, nicht speichert, muss man jedes Mal, wenn man in der Arena zerstört wurde, die neu binden und das wäre ja unnötig viel Arbeit, nicht. Ich würde sagen, dass wir kurz speichern und mal in die Arena reingehen und einfach mal gucken, was wir können, so also erstmal Showcase-mäßig. Wasteland ist total assi, weil überall kleine Steine rumliegen, die sind total nervig. Dann würde ich aber den Hunter nehmen, weil ich habe halt hier noch keine Waffen dran, ne? Ja, ja, kein Problem. Nimm, was du willst. Ja, Swamp habe ich noch nicht ausprobiert. Mal gucken, wie wir uns in dem Swamp so auskennen. Ich habe auch mehr so ein Boot gebaut, fällt mir auf, weil alles voller Holz ist. Nein! Ja, jetzt, jetzt. Oh, er hat einen Salto geschafft. Also, das ist schon mal Fortschritt. Ja. Scheiße. Okay, das TNT mache ich hier erstmal ab. Weil die habe ich gerade gekauft. Das will ich jetzt nicht irgendwie verlieren. Ah doch, sieht alles gut aus bei mir. Also von nach vorne bin ich gut geschützt, nach hinten ist alles scheiße bei mir. So, Vertical Thrust, soll ich das mal ausprobieren, ja? Oh, ich glaube, ich sollte da mehr anbringen.
Liquid Terminator. Okay. Select und ich muss mich ganz kurz töten. Ja, Deploy war Swamp, ne? Hast du gesagt? Mhm, genau, ich muss nur diesen Vertical Thrust, ich muss noch zwei Fässer da dran bauen, mein Vater. Boah, Downtown ist bestimmt auch mies. Downtown ist also sogar so ganz geil, muss ich sagen. Voll in der City. Ja, es ist mitten in Kavalle, mittendrin. Du bist mittendrin. Und du fährst über den typischen alten Marktplatz, das ist eigentlich ganz geil, ja. So lustig. Scheiße, jetzt fehlt mir hier, ich finde keinen Vertical Thrust mehr hier. Nein, ich spawn direkt im Wasser. Ich baue doch nur so ein blödes Fass. Gib mir mehr Fässer. Ach Gott, jetzt finde ich keine Fässer mehr. Willst du mich verarschen? Nee, es steht überall Zeug rum, aber ich finde kein Fass. Hm. Wir haben keine Fässer mehr. Was ist denn da los? Doch, das stand da, wo wir waren, relativ nah hinter deinem Spawnpunkt sogar. Ja, ich bin jetzt noch auf dem anderen Platz gelandet, sehe ich gerade. Okay. Ja genau, hier in der Arena, zur Arena gibt es sozusagen, man kriegt alle 2 Minuten Geld. Mit jedem Mal, dem man das Geld bekommt, bekommt man $50 mehr, weil man ja sozusagen jetzt schon 2 Minuten lang überlebt hat. Und hier gibt's, hier sieht man es schon, so Rearming Stations, dann auch noch mit Refuel, genau, dass man hier wieder auftanken kann. Und auch Repair Stations, weiß ich gar nicht, wo die hier ist. Und wenn man da hinfährt, das hat nämlich Krabs, glaube ich, falsch gemacht, der ist dann nämlich in der Aufnahme ein bisschen zu schnell drüber gefahren. Das habe ich aber erst beim Schneiden gerafft, dass er da einfach zu schnell war und es deshalb bei ihm nicht funktioniert hat. Man muss halt langsam drauf fahren und dann auch stehen bleiben. Refueling, zack, und dann sind wir wieder voll. Ich habe das große Vergnügen, so viele Sachen an meinem Auto attached zu haben. Jetzt muss ich noch was runterbasteln, damit der Vertical Thrust hier funktioniert. So. Wow, 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 stehen bleiben, Auto. Too many modules. Warum geht es denn jetzt nicht mehr? Ich habe doch ganz weggemacht. Ach, verdammt. Ach Mist, ich weiß warum. Weil die anderen nicht mit Keybinds sind. Ich muss also mit Keybind draus machen. Okay. Und ja, jetzt merke ich auch gerade, durchs Laden hat sich bei mir auch alles verschoben am Fahrzeug. Das ist ja, richtig. Das ist bei mir auch. Die Geschütze habe ich vorhin nachjustiert und jetzt sind die schon wieder ein bisschen weiter rausgerückt. Das ist halt einfach noch in der Alpha. Genauso auch meine Curved Sandbags, die schiebt es immer weiter nach vorne. Bei noch 2-3 Mal laden, dann hängt das nicht mehr beim Reifen, sondern irgendwie komplett vor der Karre. Mhm. Muss wieder nachjustieren, aber naja. Genau, zu dem, was ich vorhin gemeint habe mit hier unterschiedliche Fadenkreuze. Wenn ich jetzt schieße, hört man 3 Schüsse. Okay, hört man nicht, weil ich ins Wasser geschossen habe. Schießt man darüber. Genau, 3 Schüsse. Und wenn ich hier dazwischen gehe und dieses andere Fadenkreuz habe, dann überschneiden sozusagen beide Geschütze und dann schieße ich mit beiden. Denn standardmäßig sind alle Waffen, die man anbringt, mit linker Maustaste zu betätigen. Was aber nicht unbedingt ein Problem ist, wenn man die in unterschiedliche Richtungen hat. Wenn man allerdings unterschiedliche Waffen in eine Richtung hat, wie jetzt beispielsweise ein Mörser und ein GMT oder sowas, dann will man doch möglichst auch eine Waffe auf eine andere Taste legen, damit man alles gleichzeitig schießt. Ich kann fliegen! Wenn ich jetzt beispielsweise hier schieße, müssten 6 Schüsse kommen. Ja, man hat es immer so knapp. Mal mich bitte nicht töten. Ja. Bitte nur nicht töten. Ich schieße jetzt auch nicht auf dich oder so. Ich habe nur gerade deine GMGs gehört. Kannst du nochmal schießen, damit ich weiß, wo du bist? Komm schon zu dir, ich hab das. Da bist du da. Du hast mich? Hä? Ist mir ja, ne? Wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Versteckst du dich jetzt oder was machst du? Ah, da. Nee. Okay, siehst du mich gerade, ja? Ja. Weil ich habe jetzt 2 solche Fässer an mein Auto rangemacht, diesen Vertical Thruster. Vorne und hinten? Ja, und warte mal, ich muss mal beide kurz auf E binden. Close und ich würde sagen, wir schauen mal, was dabei rauskommt. Interessiert mich jetzt auch mal, was passiert. Oh, oh, okay. Was zur Hölle? Ist gar nichts passiert, außer viel Rauch, oder? Kann das sein? Ja, du bist irgendwie auf die Seite gekippt, bei mir zumindest. Ich muss jetzt nachtanken, mein Sprit ist alle. Dann darfst du jetzt nicht mit Shift Gas geben, weil sonst... Du hast Feuer gefangen. Was ist denn bei dir los? What? Ja, ich würde sagen... Ah! War das eine Mine? Ich würde sagen, du bist in meine Minen gefahren. Ja, Mann, du Penner, ey.
Gibt's doch nicht, ey, diese scheiß Minen. Ja, ich würde sagen, Vertical Thrust hat auf jeden Fall gut reingehauen. Ich glaube aber, dass es das mit dem Quadbike leichter funktioniert als wie mit so einem fetten Ifrit. Das kann gut sein, ja. Und dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen da draußen. Nancy, auch danke, dass du dabei warst. Kein wir Problem. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann vielleicht ein paar mehr Leute dabei. Und auch Ducky, danke dir fürs Mitspielen. Immer gerne, immer gerne. Sind wir mal draußen und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Get Wrecked Armor 3. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.